Tschüss und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Sims 4 und wir sind wieder im Baumodus und mein halbes Gesicht ist taub, weil ich beim Zahnarzt war. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. So, es gab gestern direkt jemand, der was hochlädt. Nein, oh Gott. Also, es gab gestern ein Update für die Sims 4 und da wurde einiges in den neuen Baumodus eingefügt. Zum einen kann man Objekte jetzt nach Lust und Laune auch kleiner machen. Vorher ging das ja nur größer, jetzt geht es auch kleiner. Außerdem wird das Pack schon reingefügt, in Anführungsstrichen. Also die Welt ist schon zu sehen und so. Man kann es aber halt noch nicht spielen. Deswegen, da müssen wir noch warten bis zum Freitag. Genau, also bis übermorgen. Nee, nicht bis übermorgen, bis morgen. Ich bin noch am Mittwoch. Bis morgen, am Donnerstag. Donnerstag, Freitag. Ich komme durcheinander. Gut, aber was kam denn jetzt Neues? Und ihr seht es schon. Ein rundes Dach. Ein fünfeckiges Dach. Moment, es geht gleich weiter. So, ein achteckiges Dach und ein sechseckiges Dach. Die ihr jetzt je nach Lust und Laune verwenden könnt. Und die verrücktesten Häuserdächer bauen könnt. Ich kann es mal kurz demonstrieren hier. Kann man alle großziehen, kann man wählen. Kann so zu einem komischen Dach werden. Kann zu einem runden Dach werden. Kann irgendwie irgendwas dazwischen. Und man kann irgendwie auch noch... Ich weiß gerade gar nicht wo. Moment. Und move objects on. Irgendwie kann man die Dächer halt auch noch wirklich komplett frei drehen. Und dann, was auch noch auffällt, ist, man kann die Dächer jetzt an den Seiten lang und kurz ziehen. Das hat vielleicht manchmal ein bisschen gestört, wenn es dann überstand. Aber jetzt läuft es. Okay. So. Ach genau, und eine Sache, die es noch gab, ist für hier später. Es gibt jetzt eine Sitzecke, die passt genau in die Ecke hier rein. Da werden wir auf jeden Fall eine hinstellen. Es gibt unzählige neue Objekte, besonders Wanddeko, auch einiges an Tapeten und Böden. Nur zum Wissen. So, dann mache ich die Dächer hier jetzt mal weg. Aber als erstes müssen wir hier oben jetzt ein Dach draufsetzen und er erkennt das hier nicht als Raum. Das ist ein Problem. Deswegen werden wir jetzt diesen Raum hier nochmal nachziehen und hoffentlich erkennt er es dann als Raum an. So, genau, so, so, so und zack. So, jetzt erkennt er es hoffentlich als Raum. Ich bete dafür. Okay, hier ist auch ein Fehler im Boden drin, ne? Da müssen wir mal einen weiterziehen. So. Genau, dann kommt das jetzt wieder hin. Und jetzt ziehen wir das nochmal nach. Zack. 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 Okay. Ach so. Okay, deswegen erkennt er es nicht als eigenen Raum. Aber jetzt schon. Und ich hoffe, jetzt kann ich diesen Zaun hier trotzdem platzieren. Ohne Sorgen haben zu müssen, dass es kein Raum ist. Das kann meinetwegen kein Raum sein. Das hier muss ein Raum sein. Denn diese Dächer gibt es leider nicht halb. Und ich sehe schon, er erkennt es nicht als Raum. Machen wir mal den Zaun weg. Gucken wir mal jetzt. Ja, jetzt erkennt er es als Raum. Das ist ein Problem. Bitte, liebes EA-Team, fix das doch mal. Denn da muss ein Zaun hin. Und so sieht das Dach nebenbei mal aus. Ich finde es eigentlich ganz schön. Ich werde es mal ein Stück runter machen. Hier gibt es ebenfalls eine Dacherweiterung. Und die werden wir jetzt hier einfach mal anfügen. So, genau. Haben wir es hier und hier erledigt. Hier habe ich schon ein kleines sechseckiges Dach aufgemacht. Und das sieht leider ein bisschen behindert aus. Deswegen würde ich hier gern so ein Umrandungsding bauen. In Schwarz, bitte. Und hier können wir eine kleinere Umrandung nehmen. Die sind auf jeden Fall sehr schön, alle. Die nehmen wir dann aber ebenfalls in Schwarz. Zack, zack.
Machen wir alles. Hier unten auch. Zack und zack. So. Jetzt müssen wir wegen dem Dach mal hier gucken, was da noch so da ist. Da nehmen wir dann einfach ein normales Dach, würde ich sagen. So. Genau. Bis da. Oh je, da ragt es rein. Das muss ich mal jetzt wegmachen. So. Genau. Und dann übernehmen wir auch mal hier die Dachfarbe. Das sieht auch dann schon um einiges interessanter aus. Gefällt mir auf jeden Fall schon recht gut und übernimmt es natürlich nicht so. Das war dies hier, ne? Machen wir das mal schnell hier alles fertig. Zack. Und den Stein. Ich weiß, der Stein ist noch nicht so schön und ich versuche auch noch eine Alternative zu finden. Die ist leider noch nicht da. Die Alternative, ich habe schon gerufen. Hallo, Alternative. Kannst du mal bitte kommen? Okay, wir müssen uns noch irgendwas für hier überlegen. Weil das kann ja hier irgendwie nicht sein. Ich bin noch am Überlegen. Sonst machen wir das Dach erstmal nochmal weg und dann müssen wir uns da auf jeden Fall noch was überlegen. Und vielleicht, wenn wir hier jetzt nochmal als Raum rumfahren. Ich weiß ja nicht, wie das da so ist. So, nee. Das verstehe ich zum Beispiel nicht. Müsste ich jetzt hier irgendwie einen ganzen Raum hinsetzen oder so? Ich weiß es nicht. Okay, das ist natürlich blöd. Da fällt uns bestimmt noch irgendwas ein. Vielleicht nehmen wir auch... Wir können auch verstellbare Wandtrenner nehmen, zum Beispiel. Das gucken wir dann aber erst am Freitag, wenn wir hier einrichten. Deswegen, dann bleibt das Dach so lange weg. Aber ihr wisst ungefähr, wie es dann schon mal aussieht. Habt ihr schon mal gesehen. Oh je, wir haben hier unten noch eine andere Wandfarbe. So, ich werde jetzt mal hier das übrigens auch anfärben. Einfach damit man so ein Bild davon bekommt, wie es aussehen könnte. Und ich habe mir überlegt, dass ich jetzt weiß, was mich stört. Mich stört nämlich, dass es hier vorne nicht weitergeht. Wisst ihr? Moment. Ah. So. Obwohl, das sieht auch schön und schön aus. Ganz schön unschön aus. Gefällt mir nicht. Definitiv ein Dislike. Was? Hä? So. Ich freue mich auf mein Essen, stelle ich gerade fest. Vielleicht kennt ja jemand von euch den berühmten fabulosen Ofenkäse. Es geht um Ofenkäse. Ich mag Ofenkäse total. Also wenn man mir eine Freunde machen möchte, mag ich immer gern Ofenkäse. Weil es ist schnell gemacht, es schmeckt total super und ja. So. Ziehe ich die Wände hier mal raus. Gibt es hier mal eine neue Wand. So, jetzt gucken wir mal. Achso. Jetzt gucken wir mal. Jetzt nehme ich mal hier so überall lang. Und dann hoffen wir jetzt mal, dass er es als Raum anerkennt. Dann kann ich das Dach vielleicht doch noch platzieren. Ohne, dass ich unschöne Eingriffe machen muss. Jawoll. So. Gucken wir doch mal nach, ob das jetzt hilft. Oder ob ich immer noch in Steinenot bin. Oh, er erkennt es. Er erkennt es. Unser Dach ist gerettet. Wir haben ein Dach. Wir haben ein Dach über dem Boden. Wir haben ein... Wir haben ein Dach über dem Boden, okay. What? Oh, dann können wir hier so ein rundes Gartenhaus hinstellen. Ich bin schon richtig aufgeregt. Ich finde es schon richtig schön, was wir gebaut haben bis jetzt. Und auch dieser Block sieht gar nicht so schlimm aus. Ich bin noch ein bisschen unentschlossen wegen dem Dach und vielleicht wird es hier hinten auch noch ein bisschen kürzer. Oder irgendwie ein Vordach oder so. Aber so alles in allem gefällt mir es auf jeden Fall schon gut, was wir bis jetzt haben. Das ist so ein bisschen charakteristisch. Es hat so ein bisschen alte Züge und so. Und
alte Züge. Also das, was ich meinte, ist halt keine alten Züge, sondern halt, also schon. Ah, ich meine halt, dass da... Tut mir leid. Ich meine halt, dass es ein bisschen älter wirkt, aber trotzdem noch relativ modern. Also ich könnte mir gut vorstellen, da einzuziehen. Und ihr? Ich, zumindest ich halt. Ich ziehe auch alleine ein. Ich ziehe auch ohne euch ein, wenn es sein muss. Aber vielleicht wollt ihr ja mit einziehen. Es gibt in dem neuen Erweiterungspack übrigens auch ganz viele Fenster, die kann ich gar nicht zeigen jetzt, aber wenn es rauskommt, dann macht euch drauf gefasst, ich werde noch einiges dazu zeigen, definitiv. Definitiv. Vielleicht mache ich dazu auch einen Livestream, ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Wenn ich Lust habe vielleicht. Muss ich mal gucken. Und wenn es auch zeitlich passt und so, das ist ja immer so eine Sache, ob das auch wirklich passt dann zeitlich und dann passt es zeitlich mitunter gar nicht und dann ist das immer ganz schade, deswegen will ich dazu nicht zu viel sagen und versprechen. So, gibt's kein Schwarz? Nee, dann brauchen wir andere Fenster. Dann brauchen wir andere Fenster. Das finde ich zum Beispiel sehr schön, aber es gibt's halt nicht in Doppel. Das gibt es nur in Dreifach. Und in Dreifach passt es wieder nicht. Nee, das ist mir eine zu... Tür... zu... eine Tür halt. Okay, das wäre eigentlich ganz cool. Gibt es das in... Das wird theoretisch nicht schlecht aussehen, aber es sieht auch schon zu alt aus, ne? Ich möchte ja ein halbwegs modernes Familienheim... Ja gut, dann lassen wir erstmal die alten Fenster, aber da wird bestimmt noch eine Überarbeitung kommen. Von mir. Müssen wir mal gucken. So, genau. Hier geht's. Nein, ist auch ein Doppelpack. Ich wollte jetzt gerade sagen, ach da, seht ihr, da passt das, aber tut's nicht. Und die langen Fenster möchte ich eigentlich nicht nochmal nehmen. Das sieht dann ein bisschen komisch aus. Ich bin auch noch am Überlegen, aber es sieht eigentlich... Eigentlich sieht es schon ganz schnucklig aus. Mir gefällt es auf jeden Fall schon. So, da kommt ein Fenster hin. Und da kommt ein Fenster hin. Da kommt ein Fenster hin. So. Genau. Da sind dann auf jeden Fall schon mal Fenster. Und hier unten müssen ja auch noch Fenster hin. Da kommt ein Fenster, ne? So, dann lass uns mal nach unten gehen. In die Küche. Hab ich das nicht schon auf halbe Wandhöhe gestellt? Ich stelle die immer auf halbe Wandhöhe, ich bin mir ganz sicher. Komisch, warum ist der Zaun hier weg? Da, 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 da. Und jetzt ziehen wir nochmal die Linie hier rum. Och Mann, oh. Ich habe die Hoffnung, dass es jetzt klappt. Ich hatte voll die Hoffnung. Ansonsten machen wir das halt wirklich mit Wandabtrennern, weil das Dach muss dann mal hin. Das bleibt ja nichts anderes übrig. Mal gucken. Ja, dann bleibt uns nichts anderes übrig. Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken. Komisch, ist die Treppe ein... Doch, ist sie. Ich wollte gerade sagen, ist die ein höher geworden oder werde ich kleiner? So, und jetzt färben wir das nochmal ein. So. Ich muss die Fenster mal einen runtersetzen, sonst sieht das komisch aus. So. Genau, kommen wir jetzt nochmal schnell zu den Fenstern und dann nochmal zu den Böden. Da habt ihr mir nämlich auch ein paar Sachen geschrieben gehabt, die ich jetzt noch so grob im Kopf habe, wo ich so meinte, aha, okay, gut, kannst du noch ändern. Okay, also. Ich überlege gerade. Ich glaube, ihr wart für einen helleren Boden.
aber es ist schon der hellste. Und fürs Esszimmer sollten wir einen anderen Boden nehmen. Oder sollte ich einen anderen Boden nehmen? Ihr habt mir da leider nicht geschrieben, was für einen Boden. Ihr habt mir leider nur geschrieben, ja, einen helleren oder einen anderen auf jeden Fall. Oh, der ist auch schön. Oh, der ist eigentlich sogar noch viel schöner. Nein, wir lassen den drinnen. Wir lassen den drinnen. Okay. Vielleicht, bevor ich den Boden mal ändere, könnt ihr mir ja nochmal reinschreiben, was für ein Boden. Und ihr könnt mir ja nochmal sagen, ob ich der Boden hier besser gefällt oder der hier. Ich finde beide schön. Da muss ich aber die Entscheidung nicht treffen. So. Ach doch, hier waren vorher zwei Platten, jetzt ist dann noch einer Platz. Wobei mir jetzt auch gerade einfällt, wie komme ich in den Flügel rüber? Das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht mache ich da in der Küche noch einen Durchgang. Das wäre jetzt so meine spontane, sporadische Idee. Und da muss ich mal so eine Wand zwischenziehen. Sehr gut. So. Oh. Eins. Zwei. Und dann hier ein. Genau. So. Jetzt müssen wir nur noch gucken. Ich glaube, wir machen hier den Durchgang. Weil hier finde ich es zu eng. Würde ich jetzt persönlich sagen. Also, ich weiß ja nicht, was eure Einstellung dazu ist. Aber für mich persönlich ist es zu eng. Da ist die Tür für den Dings. Für den Dings. Fürs Bad. Und die Türen können wir heute noch machen. Das finde ich eine gute Idee auf jeden Fall. Also, die würde ich eigentlich ganz cool finden. Aber ich glaube, die gibt es nicht in Heil. Die in Heil. Die gibt es nur in so abgeschliffen. Also ich finde die total cool. Ich liebe diese Tür. Die ist auch total schön. Auch bunt ist sie noch schön. Aber jedes Türmodell ist so abgeschliffen. Also kaputt. Kaputt halt. Wir können die ja trotzdem mal nehmen. So in braun. Fürs erste. Und in schwarz. In schwarz eher, ne? Und schwarz. Genau, wir nehmen die mal so in schwarz und wir gucken nochmal nach einer Alternative. Ansonsten wäre die Tür hier noch da. Natürlich auch in schwarz, würde ich dann sagen. Oder dunkelbraun. Und die Tür hier natürlich. Die finde ich auch ganz, die finde ich eigentlich auch ganz schön. Und natürlich sonst noch die Glastür hier. Die würde ich sonst auch noch zur Wahl bereitstellen. Da, die hier. Schreibt mir doch dazu mal, was ihr davon haltet. Ich lasse jetzt die erstmal drin. Hier ist schon ein Durchgang. So, Küche. Küche, da nehmen wir einen Bogen, würde ich sagen. So. Genau, dann haben wir die Türen auch schon mal drin. Und hier muss dann ja noch irgendwo ein Bogen. Da können wir dann jetzt eine einfache Tür nehmen, sowas. Moment, welche haben wir für das andere genommen? Das, die hier. Okay, dann haben wir hier noch so eine Tür. Das könnte eng werden in der Küche. Jedenfalls bauen wir sie halt ein Stück aus. So. Jetzt muss ich mal gucken, wie spät es denn ist. Genau. Okay, dann sind wir erstmal fertig für heute. Wir haben auf jeden Fall riesen Fortschritte gemacht. Hier bin ich noch nicht so sicher, wie wir es da machen mit dem Dach. Aber ansonsten ganz glücklich. Und ich hoffe, ihr schaut morgen wieder rein. Da geht es dann weiter. Und übermorgen können wir endlich anfangen, auch mit dem Einrichten. Und uns gegebenenfalls ein Tier zu legen. Schaut auf jeden Fall vorbei. Ciao, ciao.